Im heutigen kurzen Short gehen wir ein bisschen auf Tesla ein, die aktuell sehr, sehr spannend stehen, weil wir hier an wichtigen Unterstützungen sind. Gerne ein Abo und Like da lassen. Und Tesla aktuell gesehen befindet sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Wir sehen hier eine sehr wichtige Unterstützung bei 152 US-Dollar. Und diese sollte auch halten, weil sonst könnten wir uns Richtung 106 US-Dollar befinden. Und das wäre dann ein Abwärtstrend, Potenzial von 32%. Analystenhäuser haben Tesla aktuell von 200 US-Dollar teilweise auf 80 US-Dollar gesenkt. Und wir sehen natürlich, das Marktumfeld ist deutlich schwierig und sollte natürlich im Hinterkopf behalten werden. Spätestens bei 100 US-Dollar sollte auf jeden Fall die erste Tranche meiner Meinung nach getätigt werden. Keine Anlageempfehlung, ich kaufe da danach. Ich habe auch bei 100 US-Dollar schon Tesla-Aktien gekauft und würde an der Stelle auf jeden Fall fundamental auf jeden Fall kaufen. Aktuell gesehen, wichtige Unterstützung, könnte natürlich hier auch abprallen und erstmal ein bisschen halten. Ja, wie sieht es denn mit Tesla im Allgemeinen aus? Schauen wir uns gleich an. Ihr könnt euch mit meinem Link in der Bio aktuell eine Gratisaktie in Höhe von bis zu 200 € und eure kommende Sparplansumme in Höhe von bis zu 3.000 € zurückzubekommen. Meldet euch einfach dazu an, in der Bio finanzen.zero. Wir sehen, die Anteile gerade im westlichen Markt, in Amerika, bei Tesla ist, sind enorm. Und ich denke, dass Tesla zum Beispiel auch mit dem Konkurrenten BYD eher nebenher und beide laufen werden. Und das sollte immer im Hinterkopf behalten werden, dass das hier auf keinen Fall irgendwie katastrophal ist oder irgendwelche Probleme aufweist. Gerade im Anteilsmarkt. Wir sehen hier bei aktuell Revenue im Automotive-Bereich wächst sehr langsam. Wir haben interne Ziele von 50% Wachstum im Automotive-Bereich, Revenue-Bereich, überall, im Production-Rate, Delivery-Rate. Und wir sehen, das ist natürlich aktuell nicht so schön und führt natürlich auch zu erhöhten Fundamentalkennzahlen durch niedriges Gewinnwachstum etc. Das zeigt natürlich auch die Probleme, dass aktuell auf keinen Fall der Abwärtstrend irgendwie gebrochen ist und dass Tesla hier natürlich auch arbeiten muss. Wir sehen hier bei aktuell 35% Production-Ansteigerung und das ist natürlich nicht das Ziel von 50%, die man langfristig erreichen möchte. Natürlich haben wir hierbei auch viel mehr als Automotive-Bereich, aber wichtig ist, dass der Hauptumsatz immer noch daraus kommt und deswegen auch natürlich auch sehr relevant ist. Wir haben zum Beispiel Full-Self-Driving, Robotaxis, KI etc., Storage, Deployment, Solar-Deployment, aber auch zum Beispiel dann Supercharger. Wir sehen hier in den anderen Magnificent 7-Märkten plus Netflix hat Tesla am stärksten den Abverkauf gehabt. Und das liegt natürlich an vielen Dingen. Wir haben hier auch in der Startup-Szene enorm viele Unternehmen, die hier reinkommen und durch den Markt auch ein bisschen überfluten. Die Marge von Tesla fällt aktuell. Ist das problematisch? Nein, sehe ich nicht. Warum? Weil alle Margen der Automobilhersteller fallen und gerade mal Tesla und BYD im EV-Bereich profitabel sind. Und Tesla hat aktuell mit einer 8%igen Bruttomarge auf dem kompletten Konzern immer noch Margen, wie zum Beispiel Daimler und BMW im kompletten Konzern, die aber auch im Verbrennungsbereich sind. Und da sieht man, es ist sich eigentlich sehr positiv sogar. Ja, die Shareholding-Position von Elon Musk könnte problematisch werden, weil hierbei immer seit Jahren nicht vergütet wird und hier eine neue Vergütung benötigt, um hier im Unternehmen zu bleiben, beziehungsweise möchte er mehr Stimmrechte, um KI hierbei stärker umzusetzen, weil sonst erst in ein anderes, neues Unternehmen outsourcen wird und dann natürlich der Teil im KI-Bereich in Tesla fehlt. Wall Street Analysten oder beziehungsweise Futures sehen hierbei bei aktuell die erste Zinssenkung 12. Juni. Das zeigt natürlich dann auch wieder mehr Volumen, die im Markt kommt, da gerade in Amerika viel auf Kredit gekauft wird und dann natürlich Tesla stark profitieren kann. Wichtig ist, dass fundamental Tesla auf keinen Fall unterbewertet ist. Im Vergleich zu S&P 500 haben wir teilweise immer auch die doppelte Bewertung in der Durchschnittsbewertung von 20 bis 25er KGV. Wir haben im Vergleich zum 5-Years-Average eine deutlich niedrigere Bewertung, aber auch ein deutlich niedrigeres Wachstum. Und hieraus ist kein günstiges Unternehmen aktuell und deutlich wichtig. Wir haben hier natürlich immer noch gewissermaßen viel Wachstum, was schon in der Zukunft eingepreist ist und auch sehr viel Ambition gerade in Tesla und somit kein derartig unbewertetes Unternehmen. Das sehe ich erst sehr spannend angesehen bei einem Kursniveau von 106, 110 oder 20 US-Dollar gerade langfristig. Für eine Tranche durchaus möglich, aber noch nicht unterbewertet. Das sehen wir auch hier an den aktuellen Wachstumszahlen. Ich bin EBITDA Growth bei 6,33% oder Revenue Growth bei 18%. Eure Meinung zu testen in die Kommentare. Holt euch jetzt die Gratis-Aktie in der Bio. Danke fürs Einschalten.